Hallo und willkommen zurück zu Medieval Dynasty, zum zweiten Teil der königlichen Anordnung. Und ich habe jetzt mal auf der Map geguckt und auf jeden Fall soll hier noch irgendwie Wolf und Bär sein, so in der Region. Und dann hier, also ich habe mir überlegt, wir gehen erstmal hier hin und dann da so hin. Und ich würde dann ehrlich gesagt cutten. Okay? Ich mache jetzt erstmal den ersten Punkt. Der erste Punkt wäre hier. F. So. Und sind 300 Meter. Das ist, denke ich mal, erträglich für euch. Hoffentlich. Ich wollte euch nämlich noch ein bisschen was erzählen. euch ist ja aufgefallen, dass keine Videos gekommen sind. Es wird jetzt folgendermaßen laufen. Also ihr werdet feststellen, dass Medieval Dynasty nicht täglich kommt. Ich möchte nämlich mal dieses Jahr etwas Neues ausprobieren. Na, Bock? Nein. Also ich möchte tatsächlich was Neues ausprobieren. Und zwar würde ich gerne mehrere Let's Plays bringen. Gleichzeitig. Und nicht eins durchgängig. Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte eins durchgängig bringen. Und so Sachen wie Medieval Dynasty und The Infected würde ich gerne immer dann bringen, wenn es ein Update gab. Und wenn es irgendwie was Großes zu machen gibt, machen wir nochmal eine Serie drüber. Wisst ihr, was ich meine? So, Medieval Dynasty ist zum Beispiel eins, das man am Stück spielen sollte. Ja, also ihr wisst, was ich meine. Wir waren noch nie hier. Ich finde es gerade so spannend. Weil wir wirklich nie hier waren. Ich weiß nicht mal, wo hier dann die Wölfe sind. Spannend. Okay. Ja. Und so, dass wir dann, wie gesagt, jetzt die Dorfumsiedlung. Ich habe mir nämlich überlegt, wenn ich nochmal neu anfangen würde. Das wäre auch so der einzige Grund, warum ich nochmal neu anfangen wollen würde, ist eine neue Stadt zu bauen. Und habe ich mir überlegt, warum? Weil da muss ich ja komplett von neu anfangen. Und ich meine, wir hatten einen guten Start. Wir haben schon ein neunjähriges Kind. Das ist, ja. Also wenn es nicht unbedingt notwendig ist, dann würde ich jetzt nicht nochmal neu anfangen. Und deswegen bauen wir jetzt die Stadt neu. Und die zweite Staffel, die dreht sich ja wirklich nur darum, diese Stadt neu zu bauen. Und ins neue Update reinzuschauen. Wie jetzt zum Beispiel die Herausforderung des Königs. Wie geht es weiter? Weil ich denke mal, es wird weitergehen. So. Aber es ist ja alles sehr, sehr langwierig. Deswegen kann ich nicht am Stück aufnehmen. Weil immer dieses zwischendurch bauen, das möchte ich euch halt auch nicht antun, weil da passiert ja, also ich wisst ja selber, da passiert ja nichts. Ich denke mal, wenn ein Livestream wäre, dann könnte man da wenigstens noch mit den Leuten quatschen und so. Aber ansonsten, also jetzt nicht missverstehen, ich könnte euch ein Ohr abkauen oder zwei oder drei. Aber ich habe ja auch gemerkt, dass das nicht so super ankommt. Also die meisten Leute, die wollen ja, wenn sie ein Spiel gucken, wollen sie ja auch über das Spiel Sachen wissen. Und da sind wir ja schon gut dran vorbei, nicht? So, Moment. Also hier hinten müssen dann die Wölfe drin sein. Jetzt auf dem Weg, auf dem wir laufen. Hinter den Hirschen. Hinter den Hirschen, hinter den sieben Zwergen. Ja, den Auswahllevel ist nützlich. Das sollte sich gleich ändern. Oh, das sieht aus wie so ein kleiner Teich. Nice. So, also werde ich zwischendurch dann noch was anderes bringen. Ja. Und wie gesagt, wir halten dann einfach Medieval Dynasty up to date, genauso wie The Infected. Da kommt auf jeden Fall auch nochmal eine Folge zum neuen Update. Das ja jetzt das letzte ist, bevor das nächste kommt. So. Und in The Infected sind wir ja momentan gut geschützt. Ich weiß nicht, wie es dann ist mit der neuen KI, ob wir dann immer noch geschützt sind. Ob die KI dann wirklich klüger ist.
Und wir einfach richtig eine drauf bekommen. Weil ich habe ja nichts verbessert. Einfach weil wir so sicher sind. Und ich finde gerade überhaupt nichts. Okay. Ich würde tatsächlich nochmal dann einen kleinen Cut machen, solange wie ich hier suche, bis ich was finde. Aber ich wollte euch die Informationen weitergeben, dass Medieval Dynasty nicht täglich kommt. Und ich irgendwas am Zahn hängen habe, was mich riesig kirre macht. Wollte ich euch auch mitteilen. Damit ihr vielleicht ein bisschen mit mir fühlt. So. Ja, wie gesagt. Wir sehen uns dann, wenn ich Tier finde. So, jetzt habe ich einen Wolf entdeckt. Yay. Da vorne ist er. Ich habe ihn jetzt auch nur durch Fährtenlesen gesehen. Habe ich dich? Okay. Ach komm. Oh Gott, das dauert 5 Jahre, bis ich nachgeladen habe. Hat ihn irgendeiner gehört? Nope. Okay. Ich bin tatsächlich schon am Überlegen, ob ich es vielleicht so mache, dass ich jetzt eine Jahreszeit warte. Wisst ihr, was ich meine? Um A rauszufinden, ob es jahreszeitenübergreifend ist. Da war doch gerade. Da ist er doch. Da ist er doch. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Und dann schieße ich dir in deinen Kopf. Entschuldigung. Ich glaube, so ging das Lied nicht. Hab's jetzt aber auch schlecht in Erinnerung. Nein. Wow, also ich finde es schön, dass ich das hier gefunden habe. Ich habe mich drüben auf der anderen Seite habe ich es nicht gefunden. Ich war drum herum bei Jerisika, bin ich durchgelaufen. Zeig ich mal, wo ich bin. Hier, bei Jerry. Entschuldigung. Ja. Und tatsächlich sollten hier Wild sein. Genau, hier soll es sein. Und der nächste Punkt. Oh, ich muss ins Mikrofon sprechen. Wäre hier. So. Ich weiß aber nicht, ob hier noch mehr Wölfe sind. Wir können uns hier mal kurz umschauen, ob wir was finden. Ich bin eine gestiefelte Katze. Nicht? Okay. Jetzt wisst ihr Bescheid. Mau. Entschuldigung. Es tut mir leid. Nein, ich nehme keine Drogen. Leider. Hallo? Achso, ja, übrigens noch. Ja, erzähle ich euch mal hier so einfach nebenbei. Es könnte sich sein, dass demnächst sich etwas ändert. Kommt drauf an, also höchstwahrscheinlich. Und zwar bin ich dann nicht mehr zu Hause. Und das wiederum heißt, dass ich noch weniger Zeit habe. Ja. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir kriegen das schon irgendwie alles hin. Irgendwie kriegen wir das schon alles hin. Und ja, wie gesagt, also die Let's Plays werden dann halt einfach immer nur eins. Irgendwie, wie ich es schaffe. Es ist ja sowieso eigentlich nur, also was heißt eigentlich? Nicht eigentlich. Es ist ja nur ein Hobby. Und von daher ist zu erwarten. Habe ich noch Milch? Ist die noch gut? Sehr schön. So, habe ich einen Lerneimer. Okay. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Spot. Uiuiui, uiuiui. Wäre ich fast in die Bären reingerannt. Haha. Sehr gut. Nicht. Okay. Aber man sieht die halt auch überhaupt nicht, ne? Überhaupt nicht sieht man die. Das war wohl ein guter Schlag. Nice. Ja, schön, dass du zu deinem Kollegen rüberrollst. Willst du das nämlich umbringen? Ja? Willst du das? Ich glaube ja. Oh, hölzerner Speer? Was? Ich war schon mal hier? Ja, gut möglich. Also ich meine, ich bin mal hier, mal da. Immerhin, wir sind schon bei 15, 25 und 23.
Habe ich gerade dreien? Egal. Egal. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sind wir schon bei 15. So. Da unten sind auch noch Speere. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Wölfe hier unten sind. Wisst ihr, was ich meine? Nee, ich habe anscheinend die Bären hier gejagt. So, da ist auch schon der nächste Kandidat. Achso, ich musste ja immer wieder neu... Gott, habe ich jetzt kleine Schrecken bekommen. Huch, ist er weggelaufen. Nee, laufen wir nicht weg. Machen wir nicht. Nicht weglaufen. Ich habe mich nämlich daran erinnert, dass wir damals hier am Wasser entlang gelaufen sind. Und auf Wölfe getroffen sind. So, und deswegen jetzt. Bam. Badam, badam. Entschuldigung. So, da hinten ist noch einer. Und sonst? Nicht, oder was? Du hast mich nicht gesehen, Wolf. Oh, nice. Sehr nice. Also, ich werde immer besser. So. Ich glaube tatsächlich, dass wir den Rest in der nächsten Jahreszeit machen. Weil ich tatsächlich nicht weiß, ob wir noch welche finden. Es ist halt wirklich alles gar nicht so schwer. Gar nicht so einfach. So rum. Ich weiß auf jeden Fall, dass da hinten bei Hornika, da sind ja so viele Wölfe. Da würde ich tatsächlich da auch wieder hingehen, weil da gibt es auf jeden Fall die Wölfe und die Bären. Ja, glaube ich, insgesamt 7. Das heißt, wir wären eigentlich schon ne? Weiter als notwendig. So, wir sind sogar nicht weit entfernt von unserem Zuhause. Das könnten wir nämlich auch hier dann nochmal schnell einen wegmachen. Ich weiß halt auch nicht. Ich würde jetzt tatsächlich speichern. Würde jetzt die Häuser hinstellen. Ich denke mal, bis ich die gebaut habe, ist schon die neue Jahreszeit. Wenn die Quest dann noch da ist, dann würde ich euch nochmal dazu schalten. Wupsch. So, müssen wir mal alles gucken, okay? Also, ich würde tatsächlich jetzt einen kleinen... Obwohl, wir sind eigentlich gleich da. Können wir eigentlich schnell nach Hause schwimmen. Das ist nämlich auch so das Schöne, ne? Dadurch, dass wir jetzt das Pferd zu Hause haben, dann müssen wir ganz genau... Ah, da müssen wir hin. Wir können tatsächlich auch schon die ersten Leute eigentlich bei uns... Oh, das Schwierigste wird hinten mit den Feldern. Weil ich will es perfekt haben, okay? Hm. Ja. Ja, das Problem ist auch, ihr habt es ja gesehen, die Felder sind alle leer. Die arbeiten wirklich nur, wenn wir in der Nähe sind. Und das heißt, wir dürfen uns nicht vom Dorf entfernen, wenn irgendwie solche Arbeiten gemacht werden müssen. Waren hier nicht auch mal Wölfe? Ja, tatsächlich, wird mir ein bisschen weiter hinten angezeigt, dass da Wölfe sein sollen. Na, wir gucken mal. Wir gucken mal. Also ich weiß auf jeden Fall auch da hinten, wo wir gesiedelt haben. Die erste Siedlung. Da sollen eigentlich auch Wölfe sein. Da waren auch teilweise Wölfe. Also ein Wolf ist auch ab und zu mal vorbeigekommen und hat Hallo gesagt. Ja, war schnell weg. Durchs Wasser fühlt sich das jetzt doch sehr, sehr langsam. Lange an. Ich meine, der hat die ganze Nacht jetzt nicht geschlafen, ist trotzdem gut drauf. Das ist doch mal ein Mann. Die Armbrust ist auch nice gemacht. Ich finde generell die Texturen sehr schön gemacht. Stimmig. Vorher war es nicht gespannt, ne? Das heißt, rein theoretisch kann ich es spannen. Und dann damit auch so rumlaufen. Hält mich ja keiner auf. Ja, das wird noch richtig nice, wenn wir mit den Zaun drum gezogen haben.
Wo sind die Schilder? Achso, das ist. Moment. Ah, von der Seite kommen wir. Da ist Frau. Fühlst du dich einsam, Liebling? Kein Problem. Früher oder später werden hier noch andere Menschen wohnen. Ich verspreche es dir. So, ich wollte noch ein paar Häuser hinmachen. Jetzt habe ich keine Schaufel. Mensch, 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 Mensch. Habe ich? Nein. Ich habe aber die Schaufel, glaube ich, ins Ressourcenlager geschmissen. Also meine Schaufel. Dann machen wir die Hölzer weg. Und bauen dort nochmal, ich würde sagen, links und rechts nochmal ein Haus. Also, wir haben Nahrung haben wir hier und Ressourcen haben wir hier. Was, eigentlich brauchen sie nicht mehr, nee, oder? Vorerst. Ich rede nicht davon, zukünftig. Zukünftig brauchen sie natürlich mehr. Ist schon ein bisschen verwöhnt, oder? Ja. Aber das Schwierigste wird tatsächlich der Zaun außenrum sein. Das ist so wirklich so die größte Aufgabe. Deswegen, ich sag ja, das ist so zeitintensiv. Und wenn nichts dazwischen kommt, fahren wir im Februar weg. Weil wir waren ja, also normalerweise fahren wir immer zu Neujahr zu meiner Familie. Weil Weihnachten ist nicht so ein großes Ding bei uns, aber Neujahr ist so unser Weihnachten. Vielleicht kennt ihr ja den einen oder anderen Russen, bei dem das auch so ist. Ja. Ich glaube, ich baue noch so ein einfaches Haus. So. Hätte gesagt, es muss ein bisschen mehr angeschrägt werden. Das da. So, einmal dahin. Jetzt habe ich natürlich, aber gut, ganz ehrlich, wir sind ja was anderes. Wir sind hier, ne? Der Chef. Und daher können wir ruhig ein bisschen mehr Garten haben. Und hier machen wir ein bisschen weniger natürlich. Ne? Die kriegen alle ein bisschen weniger. Es muss auch nicht unbedingt komplett gerade sein. Wisst ihr, was ich meine? Kann auch ruhig ein bisschen schief sein. Weil, es ist nicht immer alles gerade. Okay? Genau, hier kommen noch die drei Häuser gegenüber hin. Da habe ich mir überlegt, das könnten wir dann auch. Moment. Moment, wir machen mal den Weg, so wie hier, so dass wir wissen, okay, von hier aus wird auf jeden Fall das Haus dann hier hin. Das Haus ist dann, geht sich aber nicht aus. Müsste es schiefer sein. Das müsste schiefer sein. So, weg damit. So, zack, Weg. So. Oder? Ja. Ungefähr. Oh Gott. Wie gesagt, ist nicht schlimm, wenn es alles komplett schief ist. Das ist okay. Das ist okay. Okay. So, wo ist Holz? Wir brauchen Holz. Da, oh, uiuiui. Also das nehme ich mal Rundholz. Was wiegt denn da? Ist das das Fleisch? Natürlich ist das Fleisch, ist immer das Fleisch. Naja, 7,2. Also so viel ist es jetzt nicht. 8 Stück hier. Na? Und ansonsten? Ja, die hölzerne Speere, die hätte ich eigentlich da lassen können. Das Fleisch werde ich auf jeden Fall jetzt auch gleich noch wegbringen. Ohne Witz, ich muss immer dieses mittelaltertümliche Tanzen denken. Was ist eigentlich mit unserem Sohn? Kommt er nicht mehr raus? Frau? Ich kann es verstehen, dass er ein bisschen deprimiert ist, weil es ist noch nicht viel los, okay? Ich kann es verstehen. Es sieht nicht mehr so schön aus wie früher. Wisst ihr? Früher haben wir ja hier noch richtig schön alles gehabt. Jetzt nicht mehr, aber Junge kann doch nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen. Junge, was los? Stimmung 45. Gut. Achso, ich sollte mal noch was essen. Irgendwann.
Demnächst. Ich hatte ja mal versprochen, dass ich mehr darauf achte, dass er was zu essen bekommt. Ganz schwierige Geschichte. Nein, eigentlich nicht. Okay, so, hier gegenüber. Zack. Ein Haus. Okay, weißt du was? Wir reißen das komplett ab. Wir machen das mit der Schotterstraße, sobald die Häuser stehen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass hier und da ist ja nicht gleich. Wisst ihr, was ich meine? Bei dem einen geht die Wölbung nach innen, bei dem anderen nach außen. Das ist ja nicht gleich. So, einfacher... Ich will eigentlich gerne ein einfaches Haus bauen. So. Ah, da hinten sind wir auch schon zum mittleren, ne? Wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn das alles ein bisschen schief ist und wenn die nicht alle gerade sind. Weil das ist es. Solange wir hier einen kleinen Zaun ziehen können und nach hinten hin. Also ich bin schon am überlegen, ob ich hier dann einfach. Ja, das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. So, und hier. Können wir... Ah, nein. Was machst du? Entschuldigung. Er macht irgendwelche komischen Sachen. Ich? Nee, ich war das nicht. Nochmal ein Haus will ich hier ehrlich gesagt nicht hinmachen. Ich bin am überlegen, was ich hier mal hinmachen könnte. Na, den Schmied? Oder die Näherei? Aber das wollte ich auf die andere Seite machen. Ah, ansonsten... Oder ich lasse das so als kleine Grünfläche. Damit die Kinder da spielen können. Wir können jetzt tatsächlich unser Haus als einzigstes so eingezäunt machen. Weil wir sind ja, ne? Der Chef. Der Chef. Das Problem ist halt auch... Ah, ich habe hier noch ein Stückchen frei. Ich wollte ja unbedingt gegenüber von meinem Haus ein Haus haben. Gut, aber das kann ja auch als Grundstück hier verwendet werden. Wir könnten hier den Zaun ziehen. So. Bis hierhin. Und die kriegen den Rest. Also das hier zum Beispiel auch. Weil die müssen sich ja irgendwo waschen. Und irgendwo muss man ja diesen Tisch hinstellen. Gut. Ich lasse das, glaube ich. Wir können ja auch ein bisschen grün lassen. Ich meine, es schadet ja nicht. Hier hätten wir halt tatsächlich noch ein Haus hingekonnt. Das ist zu viel Weg. Das ist zu viel Schotterstraße. So, hier könnten wir auf jeden Fall noch ein Häuschen hinmachen. So. Das ist okay, dass es schief ist. Ich glaube, das ist. Ich bin die einzige Person, die ich versuche, damit zu beruhigen. Ja, es war zu erwarten. Okay. Hier kommt der Schmied und die Näherei hin und ihre Häuser. Jetzt weiß ich nicht, wohin die zeigen. Also, wenn ich in so eine Stadt reinkomme, ja. Wir haben ja einmal da den Weg entlang. Wo die Häuser so lang gehen, dann ist klar, dass wir das von der Seite sehen. Aber dann haben wir auch da lang, oder? Der Schmied ist ja jetzt ein bisschen offen. Das heißt, wir können rein theoretisch hier so den Schmied hinmachen, weil, wie gesagt, der ist offen. Und das Wohnhaus vom Schmied können wir daneben hinmachen. Soll ich die Näherei dann auf die Rückseite machen? Oder hier so hin? Ja, ja, ja. Ja, hier kommt der Schmied hin. Wohnhaus. Näherei. Wohnhaus. Und es sollen ja noch andere Sachen kommen. Also die haben ja schon den Patch kündigt. Wo die gesagt haben, dass da noch mehr kommt. Ich habe mir immer noch nicht die Roadmap angeschaut. Ich weiß, Asche auf mein Haupt. So.
Und von hier aus gehen ja schon die Wege raus. Ich weiß noch nicht, ob ich von hier aus den Weg mache. Ich glaube. Ich könnte ja schon mal die Wege einzeichnen. Wir haben ja noch Zeit. So. So viel mehr ist eigentlich auch nicht mehr, ne? Das will ich sagen, dass ich da hinten das freilasse. Und. Aber wir werden auf jeden Fall mehr Häuser brauchen. Aber wir können ja die Bauernhäuser noch machen, ne? So. Das geht dann raus. Scheune 1. Und hier kommt Scheune 2. Dass hier sich dann die Wege auch miteinander verbinden und die Häuser auch dann hier so weitergehen. Ist halt. Hier könnte ich auch die Jagdhütte dann hinstellen. Noch im Dorf. Weil da sind ja auch Bären. Das heißt. Ah. Ich wusste es, dass ich hier abschneide. Aber ich habe es in Kauf genommen, okay? Ich habe es in Kauf genommen. Okay. So. Dann Pferd aus dem Weg. Würde ich sagen, dass ich das hier miteinander verbinde. Dann können hier noch auch noch Häuser hinkommen. Aber das ist zu weit weg. Das ist zu weit weg. Das ist, also wenn ihr überlegt, dass wir hier noch Häuser hinmachen wollen, dann ist das zu weit. Also der Weg ist dann zu weit weg. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir bauen erstmal die Häuser. Und auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und hier schon mal eine Scheune hin, würde ich sagen. Und an der Scheune entlang kommt ja dann. Auf. An der Scheune entlang würden dann die Häuser gehen. Das heißt. Okay. Und das heißt. Wir müssten den Weg, oder wir würden den Weg so machen, dass der auf jeden Fall hier hinten lang geht. Weil wir da gegenüber die Häuser machen. Andererseits willst du es auch nicht zu nah. Ne? Also zu nah soll es jetzt auch nicht sein. Ich hoffe, es ist vollkommen in Ordnung, dass ich euch in meine Planungen, in meinen Gedankengang mitnehme. So. Ich glaube tatsächlich, dass so voll in Ordnung ist. Es soll halt nicht zu nah sein. Es soll aber auch nicht zu weit weg sein. So, jetzt würde ich tatsächlich hier an der Straße entlang einzelne Häuser weggehen lassen. So. Na, ist doch schon fast perfekt. So. Ja. Ich find's okay. Ich finde es okay, weil hier wird auch nochmal lang was langgezogen. Weil hier ist ja das Stall, die Stallsituation. So. Genau. Hier kommt dann die Scheune hin. Ich sollte Holz holen. So, da kommt dann die Scheune hin. Wenn wir die ja auch schon mal haben, können wir uns ja auch schon mal überlegen, wie wir dann die Felder anlegen. Ey, oh Gott. Ich baue auch schon das erste Bauernhaus. Ich glaube, ich werde die trotzdem auf Stroh machen, Leute. Wie gesagt, wenn ich dann wirklich alle auf Hochtouren arbeiten habe, was ja so mein Plan ist, dann ist auch egal. Dann werden die ja sowieso das, ne? Die werden das ja sowieso beschaffen. Wo ist denn? Ach, ich habe es jetzt überschritten. Okay. Alles gut. Alles gut. Sobald die Häuser stehen, lassen wir die ersten hier rüberziehen. Und dann kündige ich die drüben weg. So, machen. Mache ich die Häuser weg. Ich glaube, ich mache die jetzt aber ohne. Ich mache die dann ohne euch. Ich mache das so, dass ich die Häuser fertig baue. Und drüben die Gebäude dann schon mal abreiße. Und ich würde dann tatsächlich die nächste Folge starten. Und danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Dann lasst doch einen Abend. Ein Abo nach oben da. Nein. Dankeschön. Bye, bye.